Wir sind hier in der Stufenstraße in Esslingen-Zollberg. Es gab eine Alarmierung zum Brand in einem Wohngebäude mit verrauchtem Treppenraum. Mehrere Personen waren noch in den Wohnungen, deswegen bereits initial als Brand 4 alarmiert. Es wurden umgehend von den erst eintreffenden Löschfahrzeugen Trupps im Innenangriff eingesetzt, um die betroffenen Bereiche abzusuchen, also Treppenraum und Brandwohnung. Im Zuge dessen konnte auch eine Person unverzüglich ins Freie verbracht werden. Die Brandwohnung befindet sich im Erdgeschoss Hochparterre. Der Rauch konnte sich ausbreiten, weil kurzzeitig die Türe zur Brandwohnung offen war. Damit war der notwendige Treppenraum verraucht, der erste Rettungsweg damit nicht begehbar. Die Bewohner in den übrigen Wohnungen waren aber nicht gefährdet und konnten auch in den Wohnungen während des Einsatzverlaufs verbleiben. Bewohner der betroffenen Wohnung sind natürlich in unmittelbarer Gefahr. Da versucht die Feuerwehr umgehend die Personen ins Freie zu verbringen, was auch in einem Fall gelang. Und für die übrigen Wohnungen wurden die Personen zunächst in den Wohnungen betreut und im späteren Verlauf konnten die natürlich raus, sofern der Treppenraum dann wieder rauchfrei ist. Gut, für den Brand 4 sind initial auch schon zwei Drehleitern mit alarmiert, um eben gegebenenfalls den zweiten Rettungsweg sicherzustellen. Also hier mit Rettungsgeräten der Feuerwehr dann die Personen aus Fenstern oder vom Balkon abzuholen. Also der weitere Einsatzverlauf wird so sein, dass jetzt die betroffenen Bereiche noch einmal kontrolliert werden. Und es muss zwingend unter Atemschutz geschehen, bis eben eine Freimessung auf Kohlenmonoxid erfolgt ist. Das ist gerade im Gange. Wir rechnen mit einem weiteren Einsatz, mit einer weiteren Einsatzdauer von einer halben bis dreiviertel Stunde. Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt unbewohnbar. Wir gehen davon aus, dass aber alle anderen Wohnungen regulär weiter bewohnt werden können. Insofern greift das Schutzkonzept der Landesverordnung in diesem Fall. Das sind rund 40 Kräfte mit 8 Fahrzeugen der Feuerwehr Esslingen. Der Rettungsdienst wurde heute Morgen um kurz nach 6 zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Die erste gemeldete Lage waren mehrere Personen im Gebäude eingeschlossen und auch mehrere Personen noch in der Brandwohnung. Durch die räumliche Enge konnten die Rettungskräfte nur nacheinander vorgezogen werden. Initial waren sämtliche Betroffenen in der Wohnung eingeschlossen und wurden dann durch die Feuerwehr gerettet und an die Notärzte übergeben. Insgesamt war der Rettungsdienst mit 15 Kräften vor Ort. Insgesamt wurden 15 Personen gesichtet. Es wurden eine Person ambulant behandelt, zwei Personen sind leider vor Ort verstorben. Die Angehörigen werden momentan durch die Krisenintervention noch betreut.